heiße Wolfgang Klepfer. Ich bin Geschäftsführer der Traxel Racing. Traxel Racing ist eine Firma für Radaufhängung im Rennsport. Wir entwickeln für große Unternehmen, wie jetzt hier zum Beispiel Coratec, Radaufhängungen, das heißt Federungen im Mountainbike-Bereich. Ja, Wolfgang, herzlich willkommen erstmal. Ja, hallo, grüß dich. Also du arbeitest da an dem Inside Link ja nicht den ersten Tag. Wie lange dauert denn so eine Entwicklung von so einem Rad? Inside Link hat relativ lange gedauert. Ich glaube, wir hatten 2 Jahre lang eine Konzeptphase, bis wir erstmal dahinter gekommen sind, was überhaupt gut ist, was schlecht ist, was wir wollen. Beim Konzept entwickelt man wie so ein Sketch beim Zeichnen, erstmal so eine Bleistiftzeichnung. Und danach sind nochmal 2 Jahre gekommen, reine harte Arbeit. Wenn man das Rad ja so ansieht, dann denkt man ja, okay, was ist jetzt da so groß oder was ist jetzt da so revolutionär? Was ist da so Besonderes dran, Wolfgang? Das Bike ist mal grundsätzlich sehr bedingungslos entworfen worden. Ich habe genau das machen können, was ich wollte. Und das war natürlich super. Ja, das hat ein Entwickler natürlich gerne, wenn er quasi mit einem offenen Budget spielen kann. Das heißt, jetzt hast du das Fully einfach nochmal für dich ganz neu konstruieren können. Genau, das Anforderungsprofil war mal, dass es ein reines Race-Fully ist. Das bedeutet, wir haben hier versucht, dass das Bike nicht sich vorwärts bewegt, wie normalerweise es wirbt. Ich trete rein und es geht nicht richtig vorwärts. Jeder kennt das, man tritt in Butter. Sondern dieses Bike bewegt sich wirklich gerade, super schnell vorwärts. Wir haben extrem hohes Anti-Squat, wir haben kein Wippen. Naja, es ist ein sehr, sehr schnelles Bike. Also Anti-Squat, für die, die da nicht so ganz damit angefreundet ist, was heißt das Anti-Squat? Anti-Squat bedeutet, dass ich dem Wippen eine Kraft entgegensetze. Das bedeutet, dass das Bike einfach sehr ruhig ist und nicht wippt. Heißt, das Bike ist extrem schnell, weil es sehr viel Bodenkontakt hat? Ja, das heißt mal, dass eine Menge Kraft am Hinterrad ankommt, die mich vorantreibt. Dann höre ich immer irgendwas von einem virtuellen Drehpunkt. Dieser virtuelle Drehpunkt, erklär uns das mal, was das heißt. Ja, die Hinterradachse bewegt sich auf einer Bahn und diese Bahn dreht sich, geht um den momentan um den virtuellen Drehpunkt herum, um das Instant Center. Und je nach Lage des Instant Centers reagiert eben die Hinterradachse. Das kann jetzt clever ausgeführt sein oder nicht so clever. Heißt, wo befindet sich hier der virtuelle Drehpunkt? Der virtuelle Drehpunkt befindet sich da, wo eben jetzt auch der Name ist und schon sagt, Inside Link, und zwar im Hinterrad drinnen, und zwar genau hier. Und wo ist er bei den herkömmlichen Modellen, die sonst so auf dem Markt zu finden sind? Ja, da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Im Allgemeinen befindet er sich recht weit vorne, irgendwo hier an der Vorderradachse, und bewegt sich dann auf seiner Bahn zum Tretlager hin, normalerweise. Gibt aber auch mehrere verschiedene Möglichkeiten. Die Auswirkung ist dann, wie fühlt sich das an für den Fahrer? Je weiter hinter wir gehen mit dem virtuellen Schwingendrehpunkt zur Hinterradachse, umso besser wird das Verhältnis von Anti-Squat zu Pedalrückschlag. Pedalrückschlag ist etwas, das will man im Allgemeinen verhindern. Wir versuchen eigentlich die Dinge nicht negativ zu sehen, sondern uns die positiven Seiten rauszuholen. Pedalrückschlag benutzen wir hier, um zusätzlichen Antriebseffekt auch noch zu generieren. Pedalrückschlag bedeutet, es passiert Zug an der Kette. Die Kette will das Pedal zurückziehen. Wenn ich jetzt Pedalrückschlag toleriere, das heißt mir auch die positiven Seiten davon rausziehen möchte, dann habe ich Druck auf dem Pedal, indem ich Antrieb schaffe. Jetzt entsteht Zug an der Kette, das Pedal kann sich nicht zurückdrehen. Was passiert? Jeder weiß es, Zug an der Kette, es entsteht eine Vorwärtsdrehung vom Hinterrad. Ich bekomme zusätzlichen Schub, wenn ich Bodenwellen durchfahre. Das heißt, man muss alles nochmal komplett überdenken. Früher habe ich gehört, Pedalrückschlag ist nicht unbedingt positiv, in dem Fall doch. Genau, wir ziehen uns einfach die positiven Sachen aus dem Ganzen raus, die Dinge entwickeln sich einfach weiter.
Jetzt apropos Entwicklung, jetzt haben wir hier was ganz Besonderes stehen. Das ist zwar ein Inside-Link, aber da sind ganze Menge elektronische Teile dran. Was hat es damit denn auf sich? Wir versuchen auf einem sehr hohen Niveau zu entwickeln. Ich bin wirklich ein reiner Fahrwerkspezialist. Hier haben wir mit der Firma 2D zusammen ein Data Recording System aufgebaut. Hier sind eine ganze Menge Sensoren an dem Bike dran. Beispiel, wir haben hier, wenn wir von oben anfangen, GPS. Das GPS kann uns jetzt zum Beispiel die Geschwindigkeit sagen, es kann uns sagen, wo wir uns befinden. Auf Google Earth, sehr cool, kann ich reinzoomen und kann die Straße sehen, auf der ich mich befinde, kann meine Bremspunkte sehen, kann sehen, wie sich meine Federung verändert. GPS, gar nicht schlecht. Wir haben Wegaufnehmer, zum Beispiel was meine Gabel hier vorne macht, gerade am Federweg. Aber ich sehe nicht nur den Federweg, ich sehe auch die Geschwindigkeiten von dem Federweg und die Beschleunigung von dem Federweg. Es gibt eine Lichtschranke hier. Mit der Lichtschranke kann ich Sektionszeiten zum Beispiel messen. Bei einer bestimmten Position schaltet sich das System an, fängt an zu aufzunehmen. Bei einer bestimmten Position schaltet sich das System aus. Ich sehe, wie schnell ich in der Sektion war. Je schneller ich war, umso besser hat meine Federung funktioniert. Hier sehen wir einen Wegaufnehmer vom Dämpfer. Normalerweise haben wir Videokameras auch noch dabei, GoPros, die Timeline gesteuert sind. Wir haben Beschleunigungssensoren am Bike angebracht, an den gefederten Massen und an den ungefederten Massen. Das Ganze ist ziemlich teuer. Allein dieser komische Beschleunigungssensor hier oben kostet 2.500 Euro ohne Mehrwertsteuer. Wir wollen natürlich auch sehen, wie viel Kraft muss der Fahrer gerade in das System investieren. Die Kurbel sieht den Druck auf dem Pedal, das können wir ins Verhältnis setzen zum verbrauchten Federweg. Damit können wir Squat erkennen, das bedeutet, wippt dieses Bike oder nicht, trete ich fest rein, aber der Wegsensor kann nichts erkennen, dann habe ich ein hohes Anti-Squat, das Bike ist ruhig, trete ich vielleicht nur ganz leicht rein beim schlechten Bike, der Dämpfer wippt ohne Ende, dann weiß ich, ich muss nochmal zurück ans Zeichenbrett. Eine ganze Menge Sensoren sind dran. Willst du mehr wissen? Nee, ich habe gar nichts verstanden. Danke. Der wichtige Effekt eigentlich für den Durchschnittsfahrer ist hier jetzt gar nicht die ganzen Sensoren oder unsere Arbeit davor. Der wichtige Effekt für den Verbraucher ist, er kann mit möglichst wenig Kraftaufwand wirklich schnell vorankommen. Und das ist das Tolle an der Sache. Glaubst du, dass diese Art von Fahrräder, dieses Inside-Link, diese klassischen Hardtails denn ablösen wird? Ja, ich glaube, Fullies sind auf diesem Planeten, um zu bleiben. Sie werden mit Sicherheit nicht verschwinden. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank für deine Erklärungen. Und ja, noch viel Spaß auf der Messe. Ich danke dir. Ciao.